Wir leben Wrestling. Sind Edge und Christian keine Freunde mehr? Nachdem Edge sein vorerst letztes Match für WWE bestritten hat, ist noch immer nicht klar, wie die Zukunft des Hall of Famers aussehen wird. Im Anschluss an AEW All Out wurde Edges alter Freund Christian Cage im Media Scrum auf eine mögliche AEW-Verpflichtung von Edge angesprochen. Cage antwortete, dass er nur über sich selbst und Luchasaurus reden werde, da er außer Luchasaurus keine Freunde habe. Natürlich war Cage dabei in seiner On-Air-Rolle. Dave Meltzer vom Wrestling Observer vermutet tatsächlich, dass Edge nach Ablaufen seines WWE-Vertrages die Verhandlungen mit AEW aufnehmen wird. Grund dafür könnte ein letzter Run mit Christian Cage sein. Dieser hat erst kürzlich seinen AEW-Vertrag um mehrere Jahre verlängert, sodass seine gemeinsame Zeit bei WWE keine Option mehr ist. Bray Wyatt mit Vater-Sohn-Beziehung zu Vince McMahon. In seinem Podcast äußerte sich Matt Hardy kürzlich zum verstorbenen Bray Wyatt. Dabei verriet er, dass Wyatt und Vince McMahon eine Art Vater-Sohn-Beziehung pflegten. Vince habe Wyatt oft als Genie bezeichnet und ihn an die Spitze der Card gepusht, sei aber auch sehr hart zu Wyatt gewesen, wenn er nicht zufrieden mit dessen Arbeit war. Hardy glaube, die besondere Beziehung der beiden könnte entstanden sein, weil Wyatt immer im WWE-Universum gearbeitet und nie einen anderen Boss als Vince gehabt habe. CM Punk mit geplanter WWE-Rückkehr. Wie Fightful Select berichtet, plante CM Punk letzten Dezember seinen AEW-Abgang, um zu WWE zurückkehren zu können. Punk habe am Royal Rumble teilnehmen wollen, ob WWE ihn dafür verpflichtet hätte, ist aber nicht bekannt. Eine von Punks Ideen sei gewesen, bei WrestleMania gegen die Person anzutreten, die ihn aus dem Rumble geworfen hätte. Dabei habe Punk niemand Geringeren als Kevin Owens im Kopf gehabt. Ob CM Punk jetzt nach seiner tatsächlichen AEW-Entlassung bald wieder in den Ring steigt, ist aktuell nicht bekannt. Im AEW All Out Media Scrum wollte AEW-Boss Tony Khan nicht verraten, ob für Punk eine Non-Compete-Klausel gelte.